Die neuesten Nachrichten rund um Greta. Greta fährt Deutsche Bundesbahn, fährt Zug. Und was hat unser völlig kaputtes Land Besseres zu tun, als darüber zu diskutieren? Also es ist doch unglaublich, für was Zeit aufgewendet wird, sogar in den größten Medien und so weiter, für ein völlig irrelevantes Thema. Dabei ist doch einzig wichtig nur, dass Greta hier wieder eines der vielen, vielen Gespräche mit Fridays for Future-Teilnehmern, die alle den Lösungsansatz der zweiten Scientists for Future 2, der neuen Galileis wollen und die alle ihn auch verstehen und wollen und so weiter. Die interessante Frage ist doch, warum Greta und ihre gesamte Maschinerie und die gesamte Fridays for Future-Elite und Orga-Elite sozusagen, warum die im Gegensatz zu den vernünftigen Teilnehmern der Streiks und der Demonstrationen, warum die blockieren und den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima und sozusagen den System Change, not Climate Change der zweiten Scientists for Future 2 nicht annehmen und auch den Kohlestopp 2026 nicht annehmen. Das ist doch der eigentliche Skandal. Was ist da los? Warum schreit eine Bewegung nach Klimaschutz und wenn ihr Klimaschutz angeboten wird, lehnt sie ihn ab? Ja, das ist doch die interessante Frage. Ihr könnt auch hier in der Infokarte am Anfang oder am Ende dann auch wieder das Video mit den Saboteuren intern bei Fridays for Future einnehmen. Das wäre das interessante Thema. Warum blockieren Greta und ihre Führungselite sozusagen Klimaschutz? Sind sie mittlerweile wie Greenpeace, die ihre Jobs nicht verlieren wollen und deswegen alles tun, um den Umweltschutz, der durch die zweiten Scientists for Future 2 entstehen würde, zu verhindern, weil sie dann ihre Jobs verlieren würden? Das ist doch die interessante Frage. Worum geht's da eigentlich, wenn solche Angebote abgelehnt werden? Ja, also gut, schaut euch das Video an, das ihr am Ende anklicken könnt. Dann haben wir sozusagen als nächstes veröffentlicht immer mehr bei Fridays for Future eine Weltenwanderin. Süße Videos, es ist ein hübsches Mädchen, ein süßes Mädchen, aber das ist leider so, solche naiven Weltsichten sind völlig antiwissenschaftlich, hier könnt ihr nochmal nachlesen. Auf der Homepage der zweiten Scientists for Future 2 könnt ihr gleich oben als erstes direkt anklicken, das 900 Milliarden Angebot, den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima der zweiten Scientists for Future und in dem Artikel wird auch deutlich, geht es um die Frage, wird das angenommen von Fridays for Future? Und nein, es wurde nicht angenommen von Fridays for Future. Also die große Frage ist, warum schreit eine Bewegung nach Klimaschutz und blockiert ihn dann? Ja, das ist doch die interessante Frage, was da los ist. Dann geht es weiter, also hier, diese Weltenwanderin. Ja, natürlich, stellen wir uns vor, ein Tigerkind wächst auf in einem winzigen Käfig und darf dann vielleicht sozusagen, weil jetzt diese Weltenwanderin jetzt vielleicht gerade mal frisch verliebt ist oder sonst wie und hat mal gute Laune. Dann ist das vergleichbar mit der Tatsache, wenn das Tigerkind, nachdem es sein ganzes Leben jahrelang nur in einem super engen Käfig gelebt hat, jetzt mal plötzlich 3 Meter Auslauf kriegt und mal so ein bisschen den Körper bewegen kann. Dass es dann in dem Moment mal gute Laune hat, bedeutet doch nicht, dass es Glück gibt in der sozialen Marktwirtschaft. Also hier, die anderen Videos haben ja hier mit diesen Schaubildern aufgewiesen, wie die Glückszerstörung in
der sozialen Marktwirtschaft funktioniert. Bitte studiert alle anderen Videos, also auch mit solchen Bildern oder auch mit diesem Bild hier. Wie in der Evolution die soziale Marktwirtschaft, wie beziehungsweise der Kapitalismus systematisch Lebensglück zerstört, vernichtet, reduziert und so weiter, und wie eine Welt der massenhaften Irrtümer haben, die quasi uns manipulieren, die eine Gehirnwäsche haben und unser aller Glück rauben. Und die Weltenwanderin ist völlig naiv, ist zwar total süßes Mädchen, ja, aber ist völlig naiv, weil sie glaubt an Glück im Rahmen des Kapitalismus. Wir wissen gar nicht, was Leben ist. Und wenn wir mal einen Moment gute Laune haben, bedeutet das nicht, dass das Unglück nicht schnell kommt. Denken wir an Roxette, die Sängerin, die mit 61 oder was an Krebs gestorben ist. Ja, wir werden von dem kapitalistischen Unglück schnell genug wieder eingeholt und von dem sozialen marktwirtschaftlichen Unglück. Also ja, schade, solche unrealistischen Träumereien. Ja, also ich bitte, liebe Weltenwanderin, studier mal Wissenschaft, damit du erlebst, wie wirkliches Glück aussehen würde und wie unendlich weit wir davon in der sozialen Marktwirtschaft entfernt sind. Ja. Ja, und damit ist natürlich wieder das Grundproblem angesprochen. Ja, also die PISA-Studien zeigen, die Deutschen werden immer dummer in den letzten 40.000 Jahren. Schon 150 Milliliter Gehirnverlust. Vielleicht verlieren wir in den nächsten Tausenden von Jahren noch weitere 100 Milliliter, 200 Milliliter Gehirnsubstanz. Und dadurch wird Europa der scheiternde Kontinent wegen Dummheit, weil er nicht mehr konkurrenzfähig ist hier, weil wir eben hier keinen Nachwuchs haben, hier in diesem Bereich keinen Nachwuchs haben, hier sehr viel Nachwuchs haben, und jetzt wollen sie natürlich die Fachkräftezuwanderung erleichtern, also wollen Leute aus der gesamten Welt aus diesem Bereich hier nach Deutschland bringen. Das würde immerhin schon mal wieder den Intelligenzdurchschnitt etwas heben, aber entscheidend ist, dass unsere klugen Frauen eben keine Kinder mehr bekommen, und das muss natürlich geändert werden, und das wissen natürlich auch die zwei Scientists for Future 2, wie man das verändert, damit Europa nicht stirbt. Ja? Denn Europa, Professor Sinn hat ja richtig gesagt, Europa ist auf dem steigenden Ast. Aber gleich kommen wir sowieso zu Professor Sinn. So, dann geht es hier weiter. Ja, also hier könnt ihr halt nachlesen, da habt ihr die Links auf der Homepage der zweiten Scientists for Future 2. Empfehle ich euch, das alles zu lesen und alles 20 Mal zu lesen, weil alles andere, was ihr lest oder hört, ist Unsinn. Das ist antiwissenschaftlicher Unsinn. Wir haben die ganze Welt besteht nur aus antiwissenschaftlicher, kapitalistischer Propaganda und sozialmarktwirtschaftlicher Propaganda und Irrlehre. Die naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre ist das Einzige, was euch Wahrheit bringt, sozusagen. Und hier könnte also die Verschwendung im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft, da ist das Geld, was ihr fürs Klima wollt, da wird das vergeudet durch ein total verschwenderisches System, das wir soziale Marktwirtschaft nennen. In Wirklichkeit ist es das Zerstörungssystem. Ja? Und hier seht ihr nochmal kurz die Lösung. Also nur wenn wir die Wirtschaft lenken, dass sie sozusagen, dass meine Wohlfühlnote und meine Gesundheitskosten über alle Gewinne jedes Geschäftsmannes, jeder Person, die Geld verdienen. Wenn meine Wohlfühlnoten und meine Gesundheitskosten über alle Gewinne aller Menschen um mich herum entscheiden, dann werden sie zu meinen Freunden, weil sie dann nur noch ein Ziel haben, die Verbesserung meines Wohlfühlens und die Verbesserung meiner Gesundheit. Also und im Moment, die soziale Marktwirtschaft hat genau das gegenteilige Ziel. Zerstöre das Wohlfühlen der Menschen,
Menschen, dann werden sie konsumsüchtig und kaufen mehr und shoppen mehr. Zerstöre die Gesundheit der Menschen, dann verdient die Pharma- und Medizinindustrie mehr. Das sind völlig falsche, die soziale Marktwirtschaft ist also eine, oder das dritte Interesse der sozialen Marktwirtschaft ist, mach die Menschen gewaltbereit, dann kannst du mit ihnen leichter Kriege machen und dann kannst du mehr Waffen verkaufen. Das sind die primitiven Mechanismen im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft. Und alles andere ist Blödsinn. Und jetzt haben wir hier, also ja, und wie gesagt, und ihr solltet euch halten nur an richtige Wissenschaftler, also nur an Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Gregor Mendel, Wallace, Charles Darwin und eben jetzt die neuen Galileis, die zweiten Scientists for Future 2. Und alles andere nicht mehr lesen und hören. Es ist alles nur sozialmarktwirtschaftliche Propaganda und Gehirnwäsche. Das führt euch in die Irre. Ja? So, und dann gehen wir jetzt auf Professor Sinn, ja, der leider damals das Angebot für ein Aufnahmegespräch bei den zweiten Scientists for Future 2 nicht angenommen hat. Ob er es bestanden hätte, habe ich große Zweifel, denn er ist ja klassischer Volkswirt. Er war ja bei Thilo Jung jetzt aktuell und hat wieder die gleichen Halbwahrheiten und Unwahrheiten verbreitet. Also zum Beispiel, wenn Thilo Jung, der ja selbst auch massiv zu kritisieren ist und sehr unrealistisch ist, aber der hat immerhin die realistische Frage gestellt, müssen wir nicht die Kapitalismusfrage stellen und müssen wir nicht den Kapitalismus irgendwie beenden? Damit wäre er immerhin, ist er ja immerhin auf dem Niveau der zweiten Scientists for Future 2, die ja sagen, wir müssen die soziale Marktwirtschaft sofort und schleunigst beenden, allerdings mit sanften Zwischenschritten, die offensichtlich nur die zweiten Scientists for Future drauf haben. Und Professor Sinn antwortet wieder mit der Plattitüde. Ja, der Sozialismus, Kommunismus hat ja bewiesen, dass er noch mehr Umweltverschmutzung produziert als der Kapitalismus. Ja, und hat das also weit von sich gewiesen und so weiter. Und da zeigt sich wieder, dass Sinn, also von all diesen Dingen hier, von der Glückszerstörung hier, den Evolutionsprozessen, der mimetisch-genetischen Evolutionsanalyse Technik keine Ahnung hat, von der mimetisch-genetischen Evolution null versteht, also keine Ahnung von Naturwissenschaft hat, also ein richtig geisteswissenschaftlicher oder kreationistischer Volkswirt wird, ist also völlig vernachlässigbar und ja, da haben wir das wieder. Ja, also und auf jeden Fall diese Umweltverschmutzung. Professor Sinn, da hat er natürlich recht, dass die pseudokommunistischen und pseudosozialistischen Putsche und Diktaturen nichts gebracht haben. Da sind wir uns ja alle einig. Also jeder gewaltsame Versuch, den Kapitalismus oder die soziale Marktwirtschaft zu beenden, führt automatisch, also jeder gewaltsame Putsch führt natürlich zu solchen schrecklichen Diktaturen mit solchen planwirtschaftlichen Irrwegen, ja, die am Ende sozusagen natürlich keinen echten Kommunismus und so echten Sozialismus produzieren, sondern natürlich etwas Krankes und Kaputtes, was die gesamte Umwelt verschmutzt. Da sind wir uns ja völlig einig, aber entscheidend ist, dass Professor Sinn eben nicht versteht, sozusagen, hier die Evolutionsprozesse verlaufen und wie Glückszerstörung der Kapitalismus ein Irrtümer produzierendes System ist, ja. Er versteht nichts davon, wie unsere Medizinindustrie uns krank macht, wie unsere Waffenindustrie Kriege provoziert. Jetzt sind wir schon bei Daniele Ganser, der also auch wieder ein Interview gegeben hat,
Dr. Daniele Ganser, der Friedensforscher, ja, und da war ja auch ein Thema, wie weit er der Verschwörungsguru sei. Und das weist er natürlich weit von sich, aber leider ist das ein bisschen schwierig aus naturwissenschaftlicher Sicht. Er schildert ja vollkommen richtig, wie der Kapitalismus, wir haben ja oft genug geschildert und durchgesprochen, wie also sozusagen vom ersten Waffenhändler angefangen wie der Waffenhändler den Menschen Angst gemacht hat, Waffenkäufe produziert hat, durch seine unrealistischen Geschichten, die sein Märchenerzähler erzählt hat, Kriege provoziert hat, die ersten Kriege provoziert hat, in einer pazifistischen Menschheitsphase des späten Homo erectus sozusagen angefangen hat, Kriege zu provozieren und erst hunderttausende Jahre später damit Erfolg hatte mit dieser Gehirnwäsche und mit der Massenmanipulation und wie dann eben die Waffenhändler sozusagen Kriege provoziert haben, das ist doch alles völlig selbstverständlich. Also was Ganser erzählt, ist eine Binsenweisheit für die zweiten Scientists for Future 2, nämlich, dass der weltweite Waffenhandel weltweit Kriege provoziert und so weiter. Aber Verschwörungstheoretiker sind die Menschen, die also sozusagen nicht bewusste Mechanismen für aktive, bewusste Lügen also ein Verschwörungstheoretiker glaubt an böse Absichten und böse Menschen. Und leider ist das auch bei Daniele Ganser so. Er spricht von Lügen und von, ja, und so weiter, als ob da irgendwelche Leute sitzen und Kriege planen würden, weil sie böse sind, sozusagen. Nein, der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft als System produziert Irrtumsgebäude, an die die Vertreter dieser Irrtümer glauben und erzeugen sozusagen eine kriegsbereite Denkmentalität in der Bevölkerung und in der politischen Kaste und in den ganzen Gremien und in den ganzen NATO-Instanzen und so weiter. Und aus dieser durch den Kapitalismus, durch die soziale Marktwirtschaft erzeugten Irrtumswelt und einer völligen falschen Welt und Menschenbild, das diese Leute drauf haben. Daraus resultieren immer wieder die Kriege, an denen dann die Waffenhändler gut verdienen. Ja? Aber das sind unbewusste Kreisläufe. Vermutlich gibt es da nicht einen Menschen, der also bewusst lügt oder sonst wie, sondern diese Menschen glauben wirklich den Wahnsinn, in dem sie leben und der immer wieder zu Kriegen führt. Und das macht es so gefährlich. Also Gansers Sichtweise man kann ihn schon so ein bisschen als Verschwörungsguru einordnen, wie das die Taz gemacht hat, weil er wirklich nicht die Systemfehler der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus naturwissenschaftlich analysiert, sondern böse Absichten und böse Agenten unterstellt. Die Bösen, die sich verschworen haben für einen Krieg und so weiter. Das gibt es wahrscheinlich nicht, sozusagen. Also ist Daniele Ganser tatsächlich leider ein Verschwörungsguru und er hat es ja auch, damals hat er auch ein Aufnahmegespräch für die zweiten Scientists for Future 2 abgelehnt und er wäre möglicherweise dann auch wegen seiner Absichtenunterstellung sozusagen wahrscheinlich nicht aufgenommen worden oder er hätte im Gespräch einen Wandel vollzogen und dann wäre er aufgenommen worden. Aber so, ja, also wir haben alles abgedeckt. Professor Sinn bleibt nach wie vor völlig unrealistisch mit seiner kreationistischen geisteswissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre, die völlig unterlegen ist der naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre.
Ganser ist völlig unrealistisch, weil er sozusagen böse Agenten unterstellt, statt die Systemfehler der sozialen Marktwirtschaft zu verstehen. Die Weltenwanderin sozusagen hat unrealistische Träume von Glück, die es in der sozialen Marktwirtschaft gar nicht gibt. Es gibt zwar momentan ab und zu mal eine gute Laune in der sozialen Marktwirtschaft, aber das ist alles. Und das wird uns auch beim nächsten Krieg, den der Kapitalismus erzeugen wird, auch schnell wieder vergehen, diese gute Laune. Und dann eben die entscheidende Frage ist doch nicht, ob Kreta Bahn fährt und was da sich da ereignet, sondern warum Kreta und Fridays for Future, Luisa Neubauer, warum all diese Leute nach Klimaschutz schreien. Und wenn er ihnen von den zweiten Scientists for Future 2 angeboten wird, ein kompetentes Lösungsmodell dafür, dann sagen die, ach nee, wir sind ja so schlau, wir wissen alles und wir wollen das nicht annehmen und so weiter. Ja? Das ist doch der eigentliche Wahnsinn, über den alle sprechen sollten. Ne? Alles klar, danke, tschüss.